Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ja, ihr wolltet ja, dass ich ein Safe Game baue auf der Nordamarsch für die PC-Leute. Ihr könnt natürlich sowas auch auf der Konsole nachbauen, an sich ja gar nicht so schwer. Ihr müsst nur beachten, wo welcher Baum bleibt und wo nicht. Das könnt ihr sehen im ersten und zweiten Nordamarsch-Stream auf der PlayStation 5 von mir auf dem Kanal. Für die PC-Leute... Safe Game ist da, ist in der Videobeschreibung das Safe Game und ihr braucht nur zwei Mods. Alles andere ist auf der Karte, inklusive der Düsenjäger da oben. Ja, hier vorne ist das Wohnhaus, unschwer zu erkennen. Da könnt ihr eure Klamotten aussuchen oder ändern. Ich mach mal hier ein bisschen runtergehen. Hier habt ihr noch ein PKW drinne und einen Anhänger, falls ihr Big Packs oder so holen möchtet. Dann kommt man hier an der Seite natürlich auch rein. Hier habt ihr noch das normale Silo drin. Ne? Ihr könnt natürlich jederzeit im Nebengebäude... Ich gehe mal kurz hier rein. Hier ist das Ausgang. Hier habt ihr die Fahrzeuge. Hier ist ein 600er Class. Frontlader habe ich nicht gesehen. Aber hier, wo ich drauf hingucke, könnt ihr natürlich Multisilo hinmachen. Underground Silo heißt das. Das müsst ihr aber für euch entscheiden. Das wollte ich euch überlassen, den freien Willen. So, ich gehe nochmal ganz kurz nach vorne. Einmal rum um Block. Und zwar, hier kommt man ja rein, links ist das Silo, rechts waren wir eben gerade drin und rechts sind die Fahrzeuge. Hier ist euer Schlaftracker, wie gesagt, extrem sauber verarbeitet, so gesehen wie ein neuer nordischer Hof. Für die Leute sagen, hat sich hier irgendwas geändert, hier war doch ein Wall, ja, ich habe hier mal alles entfernt, runtergesetzt und auch die Bäume neu gesetzt, also ist alles einmal komplett neu. Den Kuhstall, den man original auf der Karte hat, habe ich hier hingebaut. Wenn jetzt einer sagt, ja, aber ich will den 3 plus 1 oder 3 plus 0 und wie sie alle heißen, ihr könnt den natürlich hier wegnehmen, das Land gerade machen und einen anderen hinsetzen, ne? Und die Kannsteine von der rechten Seite dann anpassen, also das ist euch frei überlassen. Ja, alles ist hier schön verarbeitet. Ich habe euch eine richtige Güllegrube hier hingebaut. Wenn man dieses Gebäude hinsetzt, hat man sowas nicht. Das habe ich jetzt mal so für euch gemacht und natürlich gleich das Fässchen dazu. Dann habt ihr halt hier den Kuhstall und einen kleinen Glas. Und leider, da die Karte so ein bisschen auf Glas ausgelegt ist, habe ich mir gedacht, naja gut, dann machen wir Glasfahrzeuge. Ihr könnt es natürlich tauschen, ist ja ganz klar. So, dann habt ihr hier einen Radlader mit den Silagebunkern. Auch gut eingefasst, wie man sieht. Ne? Der Umbau an sich, außer jetzt hier und da ein paar Bäume, aber da komme ich nachher nochmal zum Thema Bäume, könnt ihr hier hinsetzen. Auch auf der Konsole könnt ihr das bauen. Jetzt werden viele sagen, ja, aber da kannst du keine Bäume hinpacken. Nur mal so zur Info nebenbei für die Leute, die es wissen wollen und sagen, ich will mir sowas auf der Konsole bauen. Wenn ihr genug Bäume hier wegballert mit der Fräse vom Black Sheep Modding auf der ganzen Karte, dann schaltet sich das frei. Dann könnt ihr hier Bäume hinstellen. Das ist nämlich gar nicht so weit entfernt. Also zu viele Bäume sind ja nicht drauf. Ja, hier sind eure Fahrzeuge in Beleuchtung. Glassachen, ne? Hier habt ihr noch frei, hier habt ihr noch einen Tank. Wie gesagt, alles ist mit Kannsteinen und Sieben eingefasst. Hier ist nochmal eine extra Fläche, ne? Weil man ja hier rangiert und arbeitet. Alle Fahrzeuge sind natürlich auf Dirtlook gemacht. Könnt ihr natürlich waschen. Dafür haben wir hier hinten den Waschweg. Ja, zuerst war er da vorne. Dann habe ich gesagt, naja, hier könnt ihr auch schön mit einem Mähdrescher reinfahren oder wie auch immer. Und könnt die Fahrzeuge waschen. Das zu dem Punkt. Hier habt ihr nochmal eine große Halle, die ist natürlich auch schön eingefasst. Wichtig war mir natürlich, wenn wir schon so den Clean Look haben, dass wir natürlich drin kein Gras haben, das nach drin reinwächst, so wie man das auf der einen oder anderen Modkarte hatte. Da hat man das ja so, dass Gras reinwächst, weil sich vielleicht der eine oder andere Modder nicht so viel Mühe gegeben hat. Das ist hier nicht der Fall, es ist auch überall Gras hier und eingepflanzt. So, wenn ihr hier hinten hinkommt, habe ich noch die originalen Dünger- und Saatgut-Silos verbaut. Die könnt ihr natürlich verkaufen, wenn ihr wollt. Ihr könnt natürlich ein Multikauf-Silo hinstellen. Ich habe das, wie gesagt, ein bisschen flexibel gelassen, damit ihr hier machen könnt, wie ihr auch noch wollt. Wenn ihr sagt, nee, das gefällt mir nicht, das... Alles easy peasy, könnt ihr gerne umbauen. So, wie gesagt, schön eingefasst. Hier hinten wird die Milch abgeholt. Hier sind auch noch ein paar Fluterlampen eingefasst in den Bäumen. Ihr habt aber jetzt, damit ihr nicht außen rum fährt, wie ihr seht, hier noch einen Weg, womit ihr zu den Feldern hinten kommt. Eher für kleinere Maschinen, angepasst an den Übergang hier.
Und dann kommt ihr zu den anderen Feldern. Dann müsst ihr immer nicht da ganz hinten rumfahren, sondern könnt vom Hof auch hinten rum rausfahren und euch hier Felder gönnen. Ihr habt aber auch generell ein paar Felder. Ich habe euch ein paar gekauft. Die zeige ich euch mal ganz kurz. Und zwar habt ihr Feld 73, sehr groß, aber ihr habt auch einen großen Class-Mähdrescher, habe ich, zeige ich euch gleich nochmal. Hier ist euer Hof. Da ist eigentlich eine Grasweide. Die habe ich auch baumtechnisch angepasst, zeige ich euch gleich noch. Zwei Felder hier und hier ist ein Maisfeld. Ich gehe mal kurz nach vorne. Ja, ihr habt hier einen Class Maishäcksler. Wie gesagt, der ist nur auf dreckige Optik und Abnutzungsoptik, aber er ist nicht zerstört. Also ihr könnt ihn so weiterfahren. Dann habt ihr hier ein Meer. Da vorne ist ein Maisgebiss noch und ein Class Cerion. Ja. Alles, wie gesagt, ist nur Dreckoptik oder Abnutzungsoptik, ist aber nicht kaputt. Das heißt, ihr könnt direkt damit anfangen. So, da machen wir mal zu. Ja, jetzt würden viele sagen, ja, kann man das denn wirklich nachbauen? Ja, ihr könnt die, also die Bäume, die ihr hier alle seht und auch die Wege und so, die habe ich natürlich alles nachträglich hingebaut. Hier ist nicht ein Baum, der irgendwie vorher da stand. Das habe ich einmal alles komplett neu gebaut, gestern und heute, also gestern Samstag, heute Sonntag. Und habe aber auch hier vorne an den Feldern die Bäume geändert, so wie hier auch hier drüben. Das Feld ist optisch alles geändert. Wie ihr seht, die Bäume, der Fluss ist ein bisschen flacher gemacht worden von mir, weil der hatte ja an den Seiten Steilhänge. Das habe ich geändert, wie ihr seht. Und die Enten schwimmen auch ihren Weg. Ist aber alles angepasst hier. Und überall natürlich verwachsen, habe nicht gesehen. Wie gesagt, komplett umrandet. Also für die Leute, die jetzt sagen, ja, ich will mit meinen Kollegen Mais häckseln oder ich will mit meinen Kollegen Großernte fahren und so, es ist halt gegeben. Ne? Und aufgrund der Felder, 73 ist ja schon echt kräftig. Das Kleine ist ja eher so als Grasfeld gerechnet hier. Hier habt ihr nochmal ein Haferfeld für Stroh, dann habt ihr Sonnenblumen. Und ein Maisfeld, also dementsprechend die Produktionsfelder sind schon da. Die Höfe, die hier sonst noch so rumkrebsen, gibt es nicht mehr. Die sind verkauft und gegrünt, die Fläche. Könnt ihr natürlich trotzdem noch bauen. Ich habe sie einfach nur gegrünt. Ich habe auch diesmal diese schönen Laternen hier verbaut, damit so ein bisschen gemütliches Licht entsteht. Hier bis zum Rand ran alles gebaut. Das Land ist um 3 Nühl angehoben. Das hat einfach damit zu tun, damit auf jeden Fall eine gerade Fläche entsteht. Wenn ihr sagt, auch mir ist das alles zu klinisch, ihr könnt natürlich hier Hügel und Wellen reinmachen. Ihr könnt hier Multikauf, Multisilo reinpacken. Ihr könnt natürlich alle Maschinen verkloppen und euch eure Traktoren reinstellen. Ich habe das jetzt nur so gemacht, weil die viele Leute gesagt haben, bau mal bitte, weil ich kriege das nicht so auf die Kette. Ja, und hier unten, wie gesagt, der Kuhstall könnt ihr ganz entspannt verkaufen. Ich habe da keine Kannsteine weitergeführt und auch keine Hecke weitergeführt mit Absicht, damit man einfach den Stall, den man haben möchte, dahinstellen kann, wenn man sagt, ich will den nicht haben. Es ist auch hier hinten mit Absicht, ich gehe mal ein bisschen runter kurz, hier keine Bäume verbaut. Das heißt, ihr könnt die beiden Lampen da wegmachen und die Hecke, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Mistplatte oder irgendwas noch hinhaben möchtet, ne? Also alles kein Problem. Ja, Silagebunker, beide sind stabil. Wenn jetzt einer sagt, ich fand die von dir besser, die sind von Russack. Das sind die mit dem Grünwall. Die würden aber von der Länge ein bisschen anders sein. Das heißt, ihr müsstet ein bisschen umbauen. Aber ich denke mal, die Originalen, die reichen. Die sind alles beleuchtet hier. Es ist alles perfekt angepasst. Es guckt nirgendwo irgendwie Gas raus oder auch nicht im Gebäude. Also eigentlich der Hof, wo viele bei mir im Stream gesagt haben, Paddy, der Hof von Standard auf der Karte, das wäre schon geil. Also wenn der standardgemäß auf der Karte wäre. Haben sich viele gewünscht. Kann der Modder natürlich gerne übernehmen, muss er natürlich nicht, denke ich mal eher weniger. Wobei man sagen muss, das hier ist die Karte vorm Update. Wenn jetzt einer sagt, wieso vorm Update? Ja, die Karte kriegt noch ein Update und da kommt noch ein dritter Hof. Wie gesagt, es ist ja sonst hier ein Originalhof. Hinten auf der Karte ist ja so Standardgebäude und dann kommt unten auch nochmal ein Hof hin. Alles jetzt, ja, halt vom Geschmack des Modders. Kann sein, dass ich irgendwann dann nochmal die Karte komplett umbau. Aber erstmal ist hier ein großer Hof. Wenn jetzt einer sagt, kommt dann auch irgendwann so ein kleiner Dirty-Hof, so richtig verbutschelt, so, ja, war ich am überlegen.
Aber das schauen wir dann, wenn nach Update 2. Aber das Update 2 hat noch lange Zeit. Dementsprechend könnt ihr das natürlich gemütlich runterladen, das Safe Game. Und zur Not könnt ihr auch später das Safe Game reinnehmen. Dann zeigt er natürlich nicht einen Dateifehler an, sondern er zeigt hier einzelne Bäume auf dem Hof an. Naja gut, dann nehmt ihr die Fräse, macht ihr weg, speichert das wieder neu und dann habt ihr den alten Safe Game auf neuen Safe Game. Das ist kein Problem. Ja, wie gesagt, für die Leute, die es wissen wollen, auf der Konsole, wenn ihr richtig viele Bäume wegnimmt, also komplett die Fläche hier, hinten da an den Feldern, hier außen, überall die Bäume wegnehmen, könnt ihr auch das Land runtersenken, da wo denn Bäume sind. Einige Bäume gehen nicht zu entfernen, haben auch keine Kollision oder Trigger zum Entfernen. Also ich weiß nicht, ob der Mod das mit Absicht gemacht hat, keine Ahnung, ich weiß das nicht. Ist mir auch relativ schnuppe. Das habe ich trotzdem wegbekommen mit einem GE, also und habe das dann angepasst, so dass es als ganz normales Safe Game funktioniert. Aber trotzdem, auf der Konsole müsste es eigentlich sein, wenn ihr richtig viele Bäume auf der Karte entfernt. Also was heißt viele? Nicht besonders viele, aber ne? Also mal eine schöne Handvoll. Wie man so schön sagt, ja, keine Ahnung, 30, 40, 50 Bäume, dann müsste eigentlich es freigeschaltet sein, dass ihr auf dem Hof Bäume bauen könnt. Auf jeden Fall war das bei mir so. Ich habe es extra ausprobiert, also kann jetzt mir nicht vorstellen, dass PC zur Konsole sich irgendwas ändert oder so, ne? Gut, ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß mit den Safe Game. Wie gesagt, ihr braucht auch eigentlich nur das Häuserpack von Fairtex, was man da vorne sieht. Und die Kannsteine, die verlinke ich euch natürlich selbstverständlich unterm Video auch. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Wenn jetzt einer sagt, komm, auch jetzt so mehrere Safe Games, die wir uns davor noch gewünscht haben, mit dem Berghof, mit den dies und das, ja, kommt alles. Ne? Ihr wisst ja, ich habe ja jetzt euch gesagt, ich kann es euch versprechen, aber ich kann euch nicht sagen, wann. Weil wir ganze Zeit ja monatelang auf Konsole waren. Jetzt sind wir auf PC. Und jetzt kommen wieder diverse Infos und diverse Kartenbau, diverse Sachen. Also, ne? Gut, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Wie gesagt, viel Spaß beim Spielen. Ich bin euer Paddy. Abonnieren, liken nicht vergessen. Ciao, ciao.